Schön, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe heute, wie ihr seht, ein riesen Paket bekommen. Es tut mir leid, dass jetzt ewig kein Video mehr gekommen ist, aber ich möchte es jetzt wieder ändern. Ich möchte jetzt hier wieder zukünftig aktiv Videos machen. Und heute ein Grund, warum dass ich ein Video mache, ist, ich habe ein neues Spielzeug bekommen. Und nicht nur dieses Paket, sondern auch dieses und dieses noch. Was da jetzt drin ist, werden wir gleich erfahren. Ich gebe euch mal einen Tipp, es hat mit einer neuen Kamera zu tun, weil die Sony Alpha 6500, mit der, wo ich gerade filme, Top-Kamera. Für kleines Budget auf jeden Fall ausreichend. Und ich habe mir halt schon seit sicher 2 Jahren eine etwas höhere Kamera, also eine Kamera auf Profi-Niveau gewünscht. Und ich habe halt ewig gewartet, weil mir halt keine Kamera wirklich zugesagt hat. Zuerst wollte ich wirklich eine Videokamera und dann wollte ich so eine Mittelklasse-Kamera. Und da ich jetzt aktuell viel mit Fotos mache, sieht man auf meinem Instagram, könnt ihr gerne vorbeischauen, heiße da auch TobiTry. Und deswegen, weil ich viel Bilder mache, habe ich mir jetzt eine gute Fotokamera gekauft, die wo auch gute Videos machen kann, wie die Sony. Das Level von der Videoqualität ist ungefähr das gleiche. Aber ich möchte nur kurz schnell anmerken, ich habe mir diese Kamera bei eInfinity gekauft. Das ist eine Grau-Importseite. Also heißt, ich habe mir diese Kamera nicht original irgendwo im Laden oder auf Amazon bestellt, sondern auf einer Grau-Importseite. Warum habe ich mir die auf einer Grau-Importseite gekauft? Ist ganz einfach, weil sie da billiger war. Ungefähr 1000 Euro. 1000 Euro gespart. Es hat natürlich auch Nachteile, dass du zum Beispiel keine direkte Garantie bei Sony hast, sondern du musst halt die Kamera zu denen wieder einschicken. Aber von der Grau-Import-Seite kommt man meint, 1000 Euro billiger. Ah, Tobi, oh, was hast du da getan? Die Kamera wird niemals ankommen. Die ist hier. Also, wir sehen jetzt gleich, was uns gleich Böses erwartet, falls uns was Böses erwartet. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Ich mache jetzt einfach das Paket auf. Das Paket ist nicht so demoliert gekommen, wie ihr hier seht. Da habe ich mich schon ein bisschen ausgetobt wegen meiner Adresse und so. Aber das Paket ist auf jeden Fall gut verpackt. Könnt jetzt auch keine großartigen Schäden oder so erkennen. Ich habe jetzt auch gerade kein gutes Messer gefunden, deshalb nehme ich meine Schere gerade. Hier rein. Passt. Es geht los. Oh mein Gott. Also es ist auf jeden Fall ziemlich knapp verpackt, weil sonst mecke ich immer bei Unboxings. Es ist so viel Karton und so viel Ware. Oh mein Gott, als ob das sogar original verpackt ist. Leute, ihr seht, hier ist das Sony-Siegel sogar noch drauf. Also die Objektive habe ich auch von eInfinity, ein Paket. Und die bekommt man auch teilweise um 100 bis 200 Euro billiger. Deswegen auch da gekauft. Und hier ist sogar original von Sony verpackt. Hier bei der Kamera sieht man schon, die ist nicht mehr original von Sony verpackt. Genauso wie das G-Master Objektiv. Aber dazu gleich mehr. So. Hier haben wir jetzt die Kamera. Oh, fühlt sich ziemlich leicht an, jetzt habe ich Panik. Wahrscheinlich ist jetzt keine Kamera drin. Ich habe jahrelang, ich habe ewig auf diesen Moment gewartet. Ich glaube, die Anleitungen fehlen. Ich glaube wirklich, die Anleitungen fehlen. Also man sieht auf jeden Fall, das Paket war schon mal offen. Schauen wir doch mal. Sieht auf jeden Fall noch gut verpackt aus. Also ist alles da. Der Umhängegurt. Was ist hier? Hier ist das Ladegerät. Das ist auch dabei. Dann haben wir noch USB Type-C Kabel. Was haben wir noch? Hier versteckt sich der Akku. Also bis jetzt ist alles da. Sogar original von Sony. Hier kommt das Schmuckstück. Klein, aber fein, will ich sagen. Oh mein Gott, ich räume das mal weg. Oh mein Gott. Endlich ist es soweit. Oh mein Gott. Eine brandneue Sony-Kamera. Oh mein Gott. Wie lange habe ich darauf gewartet? Also, ich würde sagen, die Kamera schaut auf jeden Fall nicht benutzt aus. Also, es ist wirklich eine neue Kamera. Sieht aus wie neu, einfach. Wie neu. Ich könnte nicht meckern. Schaut es euch einfach an. Die Sony A7R Mark III. Oh mein Gott. Die ist aber übertrieben leicht. Ich glaube, die ist sogar leichter als meine 6500. Oh mein Gott, ist die leicht. Alter, ich bin gerade so erstaunt. Sensor? Oh mein Gott, sieht auch gut aus. Wahnsinn, nice. Dann machen wir gleich weiter mit dem Objektiven, weil ich habe für eine Vollformatkamera
braucht man auch Vollformatobjektiv. Und da habe ich mir als Standardobjektiv das 2470 Sony G-Master Objektiv geholt. Mit einer richtig, also das ist da drin wahrscheinlich schon. Oh, das ist das auf jeden Fall schwerer als die Kamera. Oh, dreifach so schwer. Alter, wie cool. Also ich habe auch noch nie so eine geile Tasche gesehen. Aufmachen. Und nochmal aufmachen. Und hier ist das verpackte Objektiv. Oh mein Gott. Wie geil das aussieht. Oh, ich habe noch nie so ein teures Objektiv in der Hand gehabt. Das macht auf jeden Fall einen richtig soliden und qualitativen Eindruck. Hier die Sonnenlichtbinde. Oh Gott. Hoppala. Geradezu inkompetent. Oh, ich muss das jetzt gleich ausprobieren. Oh mein Gott. Ist das schwer. Also, es ist richtig frontlastig an sich. Oh mein Gott. Der Nachteil von der Grauimportseite ist auch, das habe ich aber gewusst, das haben sie extra beschrieben und haben sie mich sogar nochmal gefragt, ob es für mich ein Problem ist, wenn die Kamera auf anderen Sprachen und Englisch ist. Ich habe gesagt, macht mir nichts, weil ich einigermaßen eigentlich Englisch verstehe. Bis jetzt funktioniert. Batterie exhaust. Batterie erschöpft. Super. Dann halt nicht. Aber stylisch. Sehr stylisch. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es mir größer und schwerer vorgestellt. Funktioniert auf jeden Fall alles. Alles da. Wahnsinn. Geiles Teil. Richtig geiles Teil. So, dann kommen wir zur letzten Baustelle. Und zwar das Sony 25mm 1.8 Zeiss Objektiv. Ich wollte einfach noch eine Festbrennweite haben. Zum Filmen und zum Fotografieren. Dass man halt einfach Objekte oder Personen gut freistellen kann. Mit einer 1.8er Blende ist es einfach on point. Und deswegen habe ich mir auch noch eine Festbrennweite eingebildet. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin die letzten Tage, bevor ich mir die Kamera bestellt habe, bin ich wirklich fast schwitzend vom PC gesessen. Und habe mir Reviews zu Kameras, Objektive etc. angeschaut und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, was nehme ich jetzt, weil es gibt ja so viele unterschiedliche 50mm Objektive auch von Sony, aber es kommt natürlich wieder auf die Preisklasse an. Zum Schluss ist es doch das 55mm 1.8 geworden, also wo sich auch hier befindet, hier ist leider, oh doch, ich wollte es gerade sagen, hier ist keine Tasche dabei, aber leider geirrt, hier ist doch eine Tasche dabei. Ja gut, bei der Preisklasse sollte man das auch meinen. Sonnenlichtblende und hier ist es. Oh, das ist aber putzig. Das 55mm Sony Zeiss 1.8 Objektiv. Wahnsinn. Krasses Teil. Wenn ihr ein Review zu der Kamera sehen wollt, schreibt es ja auf jeden Fall unten in den Kommentaren, weil für ein Review ist es jetzt leider noch zu früh. Ich habe die Kamera jetzt gerade bekommen. Ich kann leider nicht beurteilen, wie die Kamera so funktioniert. Ich benutze sie jetzt zum ersten Mal. Aber mir ging es jetzt hauptsächlich darum, meinen Eindruck zu filmen, wie ich diese Kamera finde, und ich bin glücklich, mal was Neues ausprobieren zu können. Vor allem diese Konstellation ist einfach größer als davor. Wir sind natürlich noch nicht fertig, das ist ja erst das Grundgerüst von der Kamera. Ich habe hier natürlich noch ein paar einzelne Sachen zusätzlich gekauft. Batteriegriff, weil die Kamera ja so ziemlich klein ist und ist auch ziemlich frontlastig, habe ich mir gleich eingebildet, ja, ich brauche einen Batteriegriff. Vor allem sieht es auch professioneller aus, weil, stell dir mal vor, ihr kommt mit so einer kleinen Kamera. Ihr müsst ehrlich sein, wenn ihr ein Fotoshooting habt, zum Beispiel, und wen fotografiert, dann meint ihr, ja, hey, das ist ja ein Spielzeug. Weil viele halt noch keine Ahnung haben, was die Kleinen heute schon können. Ihr sagt, kleine Kamera, aber faustig hinter den Ohren. Und manchmal natürlich, wenn man so eine dicke Canon-Kamera hat, ist man besser. Nein. Das Ding ist geiler. Ja, okay. Gut, kommt drauf an, welche Kamera. Und hier ist der Batteriegriff. Warum ich mir ausgerechnet einen Batteriegriff von Neewer bestellt habe, weil ich Neewer Produkte absolut feiere. Ich habe LED-Panels von Neewer, ich habe so viele Sachen von Neewer, weil ich weiß, es ist qualitativ und billig. Dieser Batteriegriff wird von Sony 300 Euro kosten. 300 Euro. Dieser kostet 50. Und macht genauso einen soliden Eindruck für die Kamera. Nice. Also wirkt auf jeden Fall schon zehnmal professioneller. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. Fässt sich ein bisschen billiger an. Aber was willst du für 50 Euro erwarten? Er funktioniert. Die Knöpfe lassen sich richtig drücken, drehen. Ja, sieht gut aus. Wie der in der Praxis ist, wird sich auf jeden Fall zeigen. Aber ich lasse mich überraschen. Ansonsten, Leute,
hoffe ich, dieses kleine Unboxing hat euch gefallen. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was ich großartig sagen soll. Ich werde für euch die Kamera austesten oder was für ein geiler Content kommt mit dieser Kamera, werdet ihr ja dann sehen. Vor allem auf Instagram, also schaut auf jeden Fall da auch vorbei. Heiße da TobiTry und ansonsten gibt's nicht mehr zu sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ringgeschirr, ciao. Was ich noch sagen wollte, Grauimport heißt nicht gleich, dass es irgendwie illegal oder so ist. Diese Kameras sind einfach so Platzhalterkameras. Wenn zum Beispiel in Russland sind diese Kameras ausgegangen, weil sie so oft verkauft worden ist, dann werden diese Kameras einfach dahin verschickt. Darum ist auch wahrscheinlich keine deutsche Software drauf, weil die halt einfach für den internationalen Raum sind und nicht für zum Beispiel Deutschland oder nicht speziell für Russland, weil jede Kamera wird dann normal für das spezielle Land gemacht. Oh. Müsste so stimmen, wie ich es gelesen habe. Kamera ist auf jeden Fall da und funktioniert.